Das Internet kocht, wir müssen reden. Hi Leute, heute sprechen wir noch über den Fallout von der ganzen Inaogo-Geschichte. Denn, meine Güte Leute, ich habe in meinem Leben, das habe ich zu euch auf Instagram schon gesagt, ich habe in meinem Leben noch nie einen Menschen gesehen, neben Aline Bachmann, der sich so ausgiebig und konsequent ins eigene Bein schießt. Wie alle wisst, hatten wir über Inaogo gesprochen, die einen Post geteilt hatte, der einige Diskussionen ausgelöst hatte. Sie hatte dann ein paar, nun wohl eher herablassende Stories noch angefügt, in denen sie dann zwar irgendwie den Disclaimer meinte, ja, es können ja alle machen, was sie wollen, aber unterm Strich einfach vermittelt hat, dass Leute, die es nicht so handhaben wie sie, halt einfach versagen werden. Ich meine, sie hat das öffentlich geteilt, es wurde ein öffentlicher Diskurs gestartet, es wurde öffentlich besprochen. Auf der einen Seite ist sie der Meinung, sie soll sagen dürfen, was sie will. Anderen will sie das irgendwie nicht zugestehen, was ich sehr befremdlich finde. Und dann war sie wieder Teil einer ganzen Diskussion, weil sie sich auf einer Halloween-Party von Markus von Anhalt befunden hatte. Und dort gab es ein paar sehr unangenehme Szenen zu sehen, in denen Pferde involviert waren. Wie gesagt, schaut euch einfach die Videos an, wenn ihr das nicht mitbekommen haben solltet. Aber an dem Punkt war sie auch wieder Teil der Diskussion. Sie selbst hat dann einfach ein paar Statements abgegeben, die auch wieder sehr seltsam waren. Keine Ahnung, warum sie sich genötigt gefühlt hat, dazu was zu sagen, anstatt es einfach wegzuignorieren, wenn sie sowieso nichts inhaltlich Sinnvolles dazu zu sagen hatte. Naja, Inaogo kann auf jeden Fall absolut nicht mit Kritik und das hat dann von einem Ausraster zum nächsten geführt. Dann meinte sie, einen Power-Move zu bringen, indem sie Markus von Anhalt in ihren Podcast von Podimo einlädt. Podimo hat, wie ihr sehen könnt, dann aber auch gesagt, so, nein, diesen Podcast wird es nicht geben. So, what? Nicht nur Podimo hat sich geäußert, auch Sam Dillon, der anscheinend privat mit ihr Kontakt hatte, hatte sich dazu geäußert und sie hatte dann auch mit ihm gestritten. Außerdem hat sie dann ein paar Stories verfasst, in denen sie auch noch über mich gesprochen hatte. Dazu vielleicht am Ende was ganz kurz, aber es ist wirklich nicht so wichtig. Und über Melody Hase hatte sie gesprochen, was ich sehr viel wichtiger finde, denn Melody hatte auch einfach ein paar Aussagen von ihr kritisiert gehabt. Hier kann ich euch mal die Story einblenden und Inaogo hat dann eine Story gemacht, in der sie wirklich sehr auf Melody losgegangen ist und Melody hat dann darauf geantwortet. Beginnen wir vielleicht mit Sam Dillon. Er hatte mitbekommen, dass sie Markus bei sich im Podcast einladen wollte und hatte das dann öffentlich damit kommentiert. Ich falle gerade aus allen Wolken. Ich bin mehr als schockiert. Ich habe ihn dafür weitaus schlauer gehalten. Auch Podimo kann ich nicht glauben, dass sie einen Menschen eine Plattform gibt, der sich über die absolut widerlichste Art und Weise homophob und frauenfeindlich zeigt und er zu Recht auch keine Plattform mehr im TV bekommt. Entschuldigt meine Worte, aber das ist einfach nur ekelhaft. Ich würde mich selbst belügen und könnte auch nicht mal selbst in den Spiegel schauen, wenn ich jetzt nicht von Inaogo distanzieren würde, die ich bislang noch geschätzt habe. Und auch an Podimo kann ich nur davor warnen, in irgendeiner Art einen Podcast mit diesem menschenverachtenden Kriminellen auszustrahlen. Nochmals, ich bin gerade wirklich vom Sofa gefallen, als ich das gesehen habe. Es ist einfach nur krank und verlogen. Und dann hat er einen Ausschnitt mit dem Chatverlauf von Ina gezeigt. Und ich finde es interessant, dass er das, was nach Ina steht, zensiert hat. Sie hatte ihn wohl kontaktiert und war wütend wegen der Story, die er gepostet hat. Das hatte er dann hier noch kommentiert. Ja, ich stehe dazu. Ich wurde jetzt natürlich geblockt und mir gesagt, dass man jetzt nichts mit mir zu tun haben möchte. Was für eine Ironie, da dies schon längst mit meinen Worten klar war, dass ich natürlich nicht mit solchen Menschen in Verbindung gebracht werden möchte. Und dann sieht man einen Ausschnitt, in dem er nochmal was zu ihr sagt, dass er sich dieses Jahr auch erst wieder so geäußert hat. Hat ihr da einen Ausschnitt aus seinem Live, das ich damals auch besprochen hatte. Könnt ihr euch gerne anschauen. Geschickt. Und da stand dann, ich kann nur hoffen, dass sie noch zur Vernunft kommt und sie und Podimo diesen Menschen keine Plattform gibt. So viel dazu, zu dem, was sie dann noch über Melody gesagt hat. Ich habe euch den Ausschnitt, in dem sie sich über Melody geäußert hat, mit der Story von Melody, auf die sie sich bezogen hat, zusammengeschnitten. Blendet euch einfach mal kurz ein. Aber ich kann nicht was annehmen von Leuten, die ihren Körper auf OnlyFans verkaufen und dann behaupten, sie würden sich aber da, sie würden aber für Freiheit von Frauen kämpfen. Das kann ich nicht für voll nehmen. Und mit denen kann ich mich auch nicht auf einer Augenhöhe unterhalten. Das ist einfach nicht mein Niveau. Melody hatte dann darauf reagiert und ganz anders als Ina. Sie hatte nämlich ein sehr erwachsenes und auch vulnerables Statement abgegeben, in dem sie sehr ehrlich, ja, einfach auf dieses Thema eingegangen ist und diese Abwertung durch Ina eingegangen ist. So Leute, da sind wir. Hallo, viele haben sich gewünscht, dass ich etwas zu dem ganzen Thema mit Ina Aogo sage, beziehungsweise über den Seitenhieb, der jetzt kam. Tut mir leid, dass es etwas auf sich warten ließ. Ich
Arbeit, also Meetings und sowas gehabt, was man halt so macht, wenn man seine Brötchen auch selbst verdient als Frau, ja. Ich habe mir auch echt viel Mühe gegeben, was Hochgeschlossenes zu suchen. Das dauert bei mir tatsächlich. Ich besitze sehr viel nur mit Ausschnitt. Aber ich wollte Ina wenigstens die Chance geben, mich zu verstehen, weil sie hat ja schon sehr deutlich gemacht, dass es ihr sehr schwer fällt, weil ich ja Onlyfans habe, da überhaupt ein Gespräch auf Augenhöhe zu führen. Was schon eigentlich der erste Punkt ist, weil da haben wir schon verschiedene Ansichten. Ich kategorisiere Menschen nicht danach, was sie beruflich machen. Also ich denke jetzt nicht, dass man... Also ich lebe durchaus in der Annahme, dass ein Richter und eine Sexworkerin ein Gespräch auf Augenhöhe führen können. Ja, da sind wir schon mal verschieden, weil du hast eher eine andere Crowd. Du hängst ja lieber bei den Kurzen der Kohlen rum. Die gute Ina hat nämlich gesagt, dass sie nicht mit mir reden kann, weil sie mit Onlyfans, ich verdiene ja Geld mit meinem Körper und da kann sie kein Gespräch, das ist unter ihrem Niveau. Mm-mm. Aber vor ein paar Tagen saß die gute Ina zu Hause bei Prinz Markus von Anhalt. Der saß ja nicht im Knast wegen Zwangsprostitution. Offensichtlich hat sie ja mal gearbeitet, weil ich empfinde ja Reality-TV als ein Business, ja. Deswegen, das zähle ich. Aber sonderlich gut bist du in deinem Job nicht. Vielleicht, ich probier dich aus, das finde ich gut. Aber vielleicht findest du noch was, was besser zu dir passt, weil du bist ja ein PR-Desaster. Dann gehst du nicht nur auf diese Halloween-Party mit diesen ganzen coolen Leuten. Dann findet auch noch voll der Tierquälerei-Skandal statt. Und anstatt dann auch wenigstens den Mund zu halten. So, das ist, du bist schon auf der Party gewesen, du hast die Tierquälerei gesehen, du hast Prinz Markus roten Schädel gesehen, du hast Andrew Tate gesehen und du bist trotzdem geblieben und dachtest, okay, das ist die Party, auf der ich sein will. Okay, alles dein Business. Aber dann am nächsten Tag auf Instagram noch zu erzählen, ja, also die Pferde sind es ja gewöhnt. Entschuldigung, du bist ein PR-Desaster und ich glaube nicht, dass das deine Berufung ist. Ich glaube, da ist noch ein Job, der noch mehr zu bieten hat als nur das reine Dasein als Spielerfrau. Und ich bin ja dafür eigentlich, dass du was machst, aber das ist es nicht. Und da du den guten Herrn da oben mit reingezogen hast und wir haben ein ganz gutes Verhältnis, soll ich dir mal ganz liebe Grüße bestellen und sagen, dass du in seinem Namen nicht so viel Scheiße reden sollst. Weil du, sie hat einfach gesagt, halt dieses ganze Konzept mit Frauen gehören in die Küche und sowas, das ist ja schon in der Bibel. Das hat Gott schon so vorgelebt, hat sie gesagt. Dieser Satz alleine ist schon Blasphemie in meinen Augen, aber who am I to judge? Aber es stimmt auch einfach nicht. Die erste Erwähnung von Mann und Frau in der Bibel ist in der Entstehungsgeschichte, wo Gott sie erschaffen hat. Und da wurde schon davon gesprochen, dass er sie gleichgesetzt aus sich, aus seinem Ebenbild erschaffen hat. Und jetzt möchte ich in aller Ernsthaftigkeit etwas sagen, was vielleicht ein bisschen schockierend ist. Du hast es geschafft, herzlichen Glückwunsch. Du hast mich verletzt mit deinen Worten. Weil ich wirklich merke, mehr denn je, da ich jetzt 2 Jahre in Amerika war und da auch mein Onlyfans so eigentlich richtig erst angefangen hat in der Form, und jetzt zurückkomme, merke ich schon, dass es in Deutschland noch nicht so ein offenes Thema ist und dass man nicht den gleichen Respekt bekommt hier. Und weil ich damit sowieso gerade im Alltag zu kämpfen habe, was man auch demnächst bei The Real Life Montag und Mittwoch auf RTL Plus ab 17 Uhr mal eine neue Folge sehen wird, hat mich das getroffen, was du gesagt hast. Weil ich hatte wirklich nicht den einfachsten Lebensweg und ich bin sehr, sehr stolz auf mich, heute diese Frau zu sein, die auch Freiheit hat, die durch Onlyfans mitfinanziert wird. Ich bin frei in meinen Entscheidungen. Ich kann mein Geld ausgeben, wie ich es für richtig halte. Und es ist auch oft nicht klug. Aber das kann ich machen, weil es mein Geld ist. Und was ich gesagt habe, ursprünglich in der Story, auf die du nur reagiert hast mit Slut-Shaming, war, wenn du einem Mann die Power gibst, die Macht gibst, dich zu füttern, dann gibst du ihm damit auch die Macht, dich verhungern zu lassen. Und bei dieser Aussage stehe ich. Ich glaube, dass ich ein freierer Mensch bin als du, liebe Ina. Am Ende des Tages gibt es, glaube ich, nicht mehr viel hinzuzufügen. Man kann Melodie nur zustimmen. Ina Ogo ist ein komplettes PR-Desaster. Also sowas habe ich ja in meinem Leben noch nicht gesehen. Ich glaube, es ist vielleicht für sie auch einfach sehr schockierend, in dieser Ja-Sager-Bubble zu leben und dann irgendwie eine Konfrontation mit der echten Welt zu haben und zu realisieren, oh,
die Leute finden dich gar nicht so geil, wie du dich selbst geil findest. Ich finde es ja auch witzig, dass sie im Zuge dessen dann auch so gesagt hat, ja, in Dubai ist alles anders und besser und toller, wie alle Dubai-Leute immer. Und dann meinte sie auch, ja, dass die Menschen dort halt wenigstens gönnen würden. Da denke ich mir halt auch so, anscheinend gönnt dir niemand dein Gesicht zu wahren, weil diese tollen Leute hätten dir vielleicht mal sagen sollen, hör auf zu posten, alles, was aus deinem Mund kommt, schneidet dir nur ins eigene Fleisch. Hier ist kein Power-Move zu sehen. Und am Ende halt dann auch, ich meine, auf die meisten negativen Sachen, die sie auch über mich gesagt hat, werde ich gar nicht eingehen. Ich finde es aber nur witzig, wie sie versucht, sich das selber irgendwie in ihrem Verstand gut zu reden, weil sie dann mit dem Vorwurf kommt, ja, es würde darum gehen, genauso viel Reichweite zu kriegen wie sie oder ihre Reichweite zu kriegen oder sonst irgendwas, wo ich mir halt wirklich denke, naja, also wenn man sich mal anschaut, wie viel Likes sie auf einen Beitrag bekommt und wenn man sieht, wie viel Likes ich auf einen Beitrag bekomme, bewegen wir uns da auf derselben Höhe. Sie hat aber in ihrer Anzeige zumindest 6-mal so viele Follower wie ich. Ich weiß ja nicht, was es für mich da wirklich zu gewinnen gäbe. War alles durchaus sehr unangenehm anzuschauen. Das ist auch mein gesamtes Fazit zu der Sache. Was denkt ihr über das Ganze? Schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich werde gleich darunter kommen und ganz genau nachschauen, ob ihr das auch wirklich getan habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bye!